Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Wife und ihre kleinen Spiele diesmal. Nicht Software, sondern Spiele. Und zwar ein Spiel aus der Kindheit des iPod Touchs. Ein Spiel, das fast jedes Kind sozusagen gespielt hatte, das damals ein iPod hatte. Ich gehörte nicht dazu, ich habe es aber trotzdem gespielt. Und zwar ein 3D-Ableger, kann man es Ableger oder Abklatsch sagen, von Fruit Ninja. Und zwar ein cooler 3D-Ableger. Allein schon hier diese Menüführung. Man könnte theoretisch auch mit zwei Schwertern hantieren, aber das mache ich jetzt nicht. Und ich glaube, ich spiele noch ein bisschen mit den Melonen rum, die als Einführung gehen. Und da habe ich gegen den Schrank geschlagen. Das passiert dabei ziemlich häufig, dummerweise. Naja, aber ich würde sagen, ich fange jetzt mal an mit Challenge. Und dazu muss man das Ding einfach durchtrennen. Und hier gibt es drei Modi: Survival, Time Trial und Typhoon. Fange ich mal damit an. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich Fruit Ninja. Das Problem ist, auf den gewissen Apple-Geräten, wo das damals drauf lief, konnte man halt mit dem Finger einfach durchwischen und alles kaputt machen. Hier muss man aufpassen, dass man die Früchte wirklich mit der scharfen Seite berührt. Also es ist etwas schwieriger. Aber es macht trotzdem Spaß. Man fühlt sich wirklich wie so ein Ninja, auch wenn man mal hin und wieder mal ein paar Bomben trifft. Die Gefahr bei diesem Spiel ist, da habe ich gerade in aufgespießt. Also die Gefahr bei diesem Spiel ist ziemlich, dass du, während du das Ganze spielst, immer weiter nach vorne läufst. Die Früchte spawnen immer einen gewissen Abstand von dir. Wenn du halt jetzt einen Schritt nach vorne machst, passiert halt nichts, sondern die Früchte spawnen halt einen Schritt weiter weg von dir. Das bedeutet, dass du immer mehr durch den Raum läufst und immer weiter mit immer längerem Arm versuchst, die Früchte zu ergattern. Nein, irgendwann, das sind viele, irgendwann gegen einen Schrank läufst. Oder gegen einen Schrank schlägst, eher gesagt. Und es ist mir schon ein paar Mal passiert, erst seitdem ich das ausprobiert habe. Naja, aber mit der Zeit gewöhnt man sich das ab. So, Xen, das ist jetzt ein anderer Modus. Hier gibt es den Puzzle-Modus. Kann jetzt auch die Schwerter umändern, das ist jetzt im neuen Update drin. Schön. Im Puzzle-Modus musst du versuchen, die gestellte Aufgabe zu lösen. Und ich komme an dieser Stage nicht weiter. Ich habe schon bis Stage 64 gekämpft, aber du musst jetzt halt mit zwei Schlägen die beiden, die vier Stücke Obst zertrennen. Und gleichzeitig sozusagen die Bomben nicht treffen. Was schwierig ist. Man kann zwar die Bomben, da habe ich es gerade mit dem ersten geschafft, man kann die so ein bisschen stupsen. Aber das ist halt sehr schwierig. Und da habe ich halt nicht genügend Kraft oder nicht genügend Schnelligkeit, um dann die beiden Stücke Obst wirklich zu zertrennen. Das da komme ich einfach nicht weiter. Das ist halt sowas. Ja. Muss man sich halt dran gewöhnen und passiert halt, ne? Aber Stufe 64, ja,
Weil mein Bruder spielt das, hat das auch schon ein bisschen gespielt und der ist irgendwie bis 35 gekommen. Ich bin noch ein bisschen fröhlicher. Vielleicht einfach, weil ich nur länger gespielt habe. Aber das kriege ich einfach nicht hin. Ja, meine schönen Wellensittiche reden gerade im Hintergrund die ganze Zeit. Was so super ist für so eine Aufnahme. Aber anders geht's gerade nicht. Das ist auch so gerade noch ein Problem mit dem Mikrofonbrummen. Ich weiß nicht, wie ich das rausbekomme. Muss ich nochmal gucken. Okay. Ich würde sagen, ich mache noch eine Challenge, um das noch kurz zu zeigen. In Time Trial. Auf Medium. Aber muss das Ding schon richtig durchschneiden. Sonst geht das einfach nicht. Und zack. Das ist einfach wie üblich ein Modus. Es gibt in diesem Spiel keine Superfrüchte oder sowas, wie es halt in dem normalen Fruit Ninja die gab, sondern einfach nur Früchte und Bomben. Vielleicht kommt er irgendwann rein. Ist trotzdem unübersichtlich. Man kann die Früchte auch so geil aufspießen. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Ich meine schon. Ja genau, da hatte ich gerade einen dran. Es ist schon witzig. Das Problem ist, man sieht hier in diesem Fenster nicht so viel, weil ich das ursprünglich, also die Vive hat das Format der Pixel 1200x1900. Das ist glaube ich 16 zu 10 und ich nehme hier nur in 16 zu 9 irgendwas auf. Was leider so ein bisschen halt dann der Aufnahme geschuldet ist, dass man hier nicht den Umfang sieht, den ich sehe. Und deshalb sieht man halt hin und wieder mal Sachen nicht, die ich in Wirklichkeit aufgenommen habe. Passiert. Da habe ich jetzt wieder schöne. Genau, da versuche ich jetzt da das Obst aufzuspießen. Ich habe bis jetzt noch keinen Schaschlik-Spieß hinbekommen, so ein Obst-Schaschlik. Ich habe vielleicht 3 Stück oder sowas aneinander bekommen und das war's. Naja, und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Hau rein!